Hallo und willkommen zurück zu Cyberpunk 2077 und wir werden jetzt hier in diesem Teil nur blaue Sachen quasi erledigen und hier diese Fragezeichen-Dinger noch einsammeln. Und beim nächsten Mal werden wir dann die letzte Quest angehen. Ich werde jetzt also hier erstmal diese verbleibenden Fragezeichenteile einsammeln. Ein paar von den Knüppeln machen, ein paar Autos kaufen und ja, mal gucken. Jetzt haben wir hier in der Gegend sowieso so ziemlich nichts mehr. Diese Totenschädel könnte man vielleicht auch noch machen. Da haben wir auch noch zwei. Ne, ist ein, doch zwei davon. Die sind eigentlich auch. Naja, direkt in der Gegend kann man eigentlich nicht sagen. Das ist 300 Meter, das ist schon ein bisschen entfernt. Ah, das will nicht kommen. Ja, dann nehmen wir mal. Na komm, dann machen wir das ja gerade auch noch. Etwas ungewöhnlicher Weg, den er mich hier entlang schickt. Aha. Seltsame Sounds hier. Batterie? Cyberware Mod. Und am Gegner neutralisiert, so wird deine gesamte Ausdauer wiederhergestellt. Das klingt ja dann. Genau, es klingt danach, als wenn da wer drin ist. Dann befreien wir die mal. Aufschließen. Danke. Ja, dann lauft er auch direkt wieder rein. Ich finde den Weg nicht so ganz. Nicht die klügsten. Archiviertes Gespräch. Was zu viel dabei. Mom, Hilfe! Ich glaube, ich wurde entführt. Mom, bitte hilf mir. Was? Tracy, Liebling, wo bist du? Ich weiß nicht. Wo warst du, als sie dich mitgenommen haben? Jede Kleinigkeit kann helfen, Baby. Sag mir, was du weißt. Ich war auf einer Party bei Rachel. Danach erinnere ich mich an nichts mehr. Ich glaube, ich bin auf dem Schiff. Ich hab die Polizei gerufen, Baby. Sie gehen dich suchen. Ich liebe dich. Das war leider nichts dann. Müssen wir mal wieder Sachen zerrupfen. ...401 können wir tragen. Nochmal was craften will ich wohl nicht. Ich glaube nicht, dass ich dafür genug Material bekommen würde. Um nochmal ein Rüstungsteil abzugraden. So, man könnte natürlich auch einfach was Besseres verwenden, aber wie den hier beispielsweise, aber ich mache das jetzt nicht. Das kommt weg. Wobei, das ist natürlich, hätte man schon machen können. Aber
Hätte eigentlich keinen negativen Aspekt dabei gegeben. Also, dass der Helm scheiße aussieht. Ja, das ist ja hier das, was so seltsam ist, dass das nicht kaputt geht dabei. Also die bei den Waffen schon, aber bei dem Hemd nicht. So. Hier sind noch mehr. Ne. Peter und Jotaro. Nein, wir sind NC. Na endlich, ich schicke meine Leute vorbei. Mach halblang, gib uns ein wenig Zeit. Wir bereiten die Ware gerade vor. Was hast du mit diesen geknechteten, ungewaschenen Massen überhaupt vor? Na, die sind schon seit einer Woche in den Container, nicht gerade frisch. Wer hat dich um deine scheiß Meinung gebeten? Ich meine ja nur. Sonst noch irgendwelche Meinungen, nach denen keiner gefragt hat? Vielleicht weißt du ja besser als ich, was mit der Ware anzufangen ist. Hey, sorry, ich wollte dich nicht beleidigen. Du glaubst, ich fühle mich beleidigt? Tut mir leid, okay? Ach ja? Was tut dir denn leid? Hör mal, ich will keinen Ärger. Wir sind nur da und warten auf deine Leute, okay? Haha, entspann dich, Troom. Ich verarsche dich doch nur. Meine Leute sind auf dem Weg. Mhm. Einschalten. Achso. Na gut. Dann gehen wir da hin. Na, okay, dann gehen wir da hin. Und danach fahren wir weiter. Der hat jetzt gerade nicht so wirklich den Plan, wo er mich hinschicken soll, glaube ich. Das Auto fährt sich fürchterlich. So, dann fahren wir zum nächsten Ding. Da haben wir auch gerade noch einen, den können wir auch. Können wir erledigen, wenn wir da hinkommen? Ne, der ist irgendwie oben auf der Straße. Anderes Motorrad, ne? Okay.
haben wir alles. Archiviertes Gespräch. Hab den Kram, den du bestellt hast. Gleiche Preise wie immer, keine Rabatte. Komm nach meiner Schicht vorbei und warte bei der Hintertür. Okay, danke, das ist das letzte Mal. Mein Boss riecht den Braten. Was? Scheiße, was ist passiert? Ich klau den Kram immer von Patienten, ersetze die Medikamente durch Glukose. Und ich habe unbenutztes Chrom von Koma-Patienten genommen. Die haben das Zeug eh nicht mehr gebraucht. Immer mehr davon ging es dann schlechter. Ein paar sind verreckt. Der Geruch fällt auf, du verstehst schon. Wenn ich das Problem nicht beseitige, kommt man mir irgendwann dahinter. Okay, okay. Naja, schade. Aber gut, sowas passiert. Okay. Nehmen wir mal das Motorrad hier. So. Dann hier hin. Das andere Motorrad ist cooler. Guten Tag. Das erste Mal, dass ich einen mit diesen Dingern sehe. Dober Hacker. Schwingen sieht cool aus. Aber naja. Ja, das wollte ich nicht. Da schießt noch irgendeiner auf mich, aber ich muss gerade warten. Ja. Okay. Das war's hier auch schon. Dann gehen wir aber jetzt mal zum nächsten Teil, wo die genau da. Und das ist ein bisschen weiter. Das heißt, da würde es Sinn machen,
mit dem Quick Travel rüber zu gehen. Ja. Da will ich eigentlich nicht hin. Das andere wird jetzt nicht angezeigt. Egal, ich gehe jetzt einfach mal hier hin und von da aus dann weiter. Okay. Dahin. Hat gut gepasst. Und hier ist auch noch gerade ein Fahrzeug. Dann holen wir uns das. Was ist denn hier los? NCPD. Wir können ja hier mal Randale machen. Moment. Bitte, töte mich nicht. Mal gucken, wie lange wir das hier durchhalten. Na. Okay. Hätte man natürlich sicherer machen können, aber die Ecke war auch ein bisschen doof. Ich laufe mal da voll rein und guck mal, was da noch ist. Aber vermutlich halt nichts. Hallo? Ich laufe einfach mal dran vorbei. Oh. Das ist doch eine super Position. Glaube ich, ein bisschen viele. Müsste man wahrscheinlich etwas anders angehen. Mal davon abgesehen, dass das unendlich sind und die respawnen. Aber, ne, mal davon abgesehen. Aua. Aha. 62.000. Okay. Das können wir auch noch holen danach. Aber jetzt haben wir erstmal da für die Quest dahin Fahrzeug gekauft. Ich habe das Geld erhalten. Es wird in einem guten Zweck gehen. Also hast du heute noch eine gute Tat vollbracht. Weg da. Wow, das Auto ist ja mal scheiße. Da sieht man ja mal gar nichts. Hier müsste eine Straße sein.
Ich könnte natürlich auch auf die Außenperspektive gehen, aber das ist ja cheaten. Da soll ich hoch? Okay. Mit dem Motorrad wäre das kein Problem gewesen. Mit dem Auto wahrscheinlich auch nicht, wenn man da ein bisschen gedreht hätte. Da rumst es. Okay. Ich fürchte, da war eine Mine. Oh. Eine schöne Sniper-Position. Mal gucken, was hier für ein Text ist. Vertrag. Tracy, ich habe einen neuen Job für dich. Also nicht wirklich was Neues. Du hast das schon tausendmal gemacht. Du sollst einen Typen ausschalten, der zu viel weiß und zu viel redet. Der hier macht es angeblich aus ethischen Gründen. Scheiße, das muss eine neue Art Midlife-Crisis sein. Das ganze Leben, die Leute verarschen und ausnutzen und dann wächst den Clowns auf einmal ein Gewissen. Egal, hier sind die Infos. Sein Name ist Gabriel Abatangelo, Politiker, ziemlich bekannt. Also würde ich das an deiner Stelle aus der Ferne erledigen. NCPD kann in so einem Fall nicht nur so tun, als ob sie ihren Job machen würden, sondern müssen das richtig untersuchen. Also lass dich auf keinen Fall von irgendwelchen Kameras erwischen. Gabriel ist quasi Stammkunde in einem BD-Schuppen an der Market Street. Geht nach seiner Session immer rauf aufs Dach, um eine zu rauchen. Sollte kein Problem sein, ihn da zu erwischen. Kinderspiel und die Bezahlung ist gut. Viel Glück. Aha. Gib dich zum angegebenen Ort. Darüber. Ups, das wollte ich eigentlich nicht. Na gut, dann gehen wir da mal rüber. Wow, hier hätte ich jetzt gerne mein Motorrad. Komm mal hoch, oder? Da aber. Ah, hat das Ziel wohl erledigt? Nachricht an Gabriel. Aber Tangelo. Ich sollte die neuen Dokumente übermorgen bekommen. Krasses Zeug. Ich habe keine Ahnung, ob die Redakteure sich dich das veröffentlichen lassen. Die Stadt verklagt dich, bis du umfällst. Oder schlimmer. Ich frage mich, ob es schlau wäre, mit einem Piratensender zu arbeiten. Vielleicht Doc Paradox? Du weißt nicht zufällig, wie man ihn erreicht und ob wir ihnen trauen können. Wir sollten uns jedenfalls treffen. Sonst sei vorsichtig. Pass auf, mit wem du redest. Mhm.
Prospekte. Okay, okay, okay. Das wollen wir nicht machen. Dann haben wir hier noch ein Auto. Und das können wir noch machen. Okay. Dann gehen wir da mal hin. Ah! Ich kann außerdem mal gucken, wenn ich irgendwann an einem Geschäft vorbeikomme, dass ich den ganzen Schrott verkaufe. Ich müsste einmal den Schrott aussortieren. Ah, da wäre doch was. Genau. Mal gucken, wie viel Geld wir da machen. Moment. Falsch. Rucksack. So, das ist nach Preis sortiert, genau. Die sind alle 750 und hier fängt es an, dass man die eigentlich entrümpeln sollte. Machen wir jetzt mal gerade. Auch wenn ich wahrscheinlich hier nichts mehr craften werde. Dieser Siegelring ist nur 3 wert. So, und alles andere kann verkauft werden. Verkaufen. Junk verkaufen. Ja. Okay. Interessant, dass da noch nicht mal genug Geld für ist. Da oben. Okay. Ein wenig verworrener Weg. Wir laufen einfach mal dem Pfad nach. Und er sagt, ich soll hier hoch, dann gehe ich hier hoch. Du bist bös, Valentinus. Aha. Mord mit bedingtem Vorsatz. Laptop ist verschwunden. Hattest die Leiche den ganzen Tag im Auto? Was denn? Der beschwert sich. Die sehen mich überhaupt nicht. Lenke meinen Blick. Da wird nichts mehr gelenkt. Na, dadurch, dass da alles dunkel ist, nicht durch die Wand gucken kann. Dann machen wir das halt anders.
Ne. Mhm. Mantis klingeln, Blendgranate, schwieriges Gespräch. Du willst ein AV abschießen? Also stimmt's, was man über Megagebäude sagt? So vollgestopft mit Menschen, dass man verrückt darin wird? Jorge, wir brauchen Medikamente, die Leute sind krank. Ich dachte immer, die Valentinos helfen den Leuten, normalen Leuten wie uns. Spar dir die dumme Mitleidstour. Dann helft uns. Woher zur Hölle weißt du überhaupt, dass in dem scheiß AV Medikamente sind? Sohn meiner Nachbarin ist so ein Computer-Nerd. Ey, seid ihr alle verrückt? Weißt schon, so Netrunner. Ihr habt Trauma-Team gehackt? Keine Ahnung, der Junge hat irgendwo draufgeklickt und meinte, das Zeug gehört so gut wie uns. Ihr seid doch nicht ganz richtig im Hirn. Total wahnsinnig. Helft uns, der ganze Südblock wird euch dankbar sein. Ich weiß, ihr habt die Ausrüstung, meine AV runterzuholen. Ihr könnt das schaffen. Wer hat dir das gesagt? Der Nachbarsjunge wieder? Ach, schon gut, wir helfen, aber ich will keine Eddies. Ich will Nachbars Wunderkind kennenlernen. Einverstanden? Okay, cool, dann los. Das ist ja fast ein bisschen schade, dass ich die umgepustet habe. Aber es waren halt böse Gangmitglieder. Trauma-Team. Na, kann man leider nichts mitmachen. So. Okay. Dann holen wir uns das Fahrzeug. Ich glaube, das ist ein bisschen hoch. Oder? Glaube ich in die richtige Richtung? Ne. Da müsste ich hin. Aber da geht's wieder hoch. Rüber. Wahrscheinlich kommt man da überall runter, wenn man einmal kurz unten hüpft. Bin zuversichtlich, dass das klappt. Ne, da habe ich nicht gesprungen, deshalb konnte ich nicht nochmal. Ich hätte wahrscheinlich einmal zum Runterspringen hüpfen müssen, hätte es wahrscheinlich geklappt. Aber gut, ich habe es ja überlebt. 175 Meter. Für das nächste Luxusfahrzeug. $17.000. Night City Hall reminds you that the District of Pacifica. Das für 17.000 ist schon ein Teil. Okay, nicht, dass ich damit fahren wollen würde. Ja, okay, da müssen wir nicht hin. Dann wäre das hier das nächste. Und da können wir auch direkt hin quick traveln. Da runter. Okay. 175.
Ich glaube. Okay. Na, es ist wahrscheinlich nicht der Weg, den ich gehen sollte. Okay, da wollen wir hin. Hm. Da hoch. Okay, das sieht doch gut aus. Oh. Wieso packt er hier die Waffe weg? Das ist eine Friedenszone. Ein bisschen seltsam. Ich bin der Terminator! 15 Gewehre. Hm. Neues Leben. Auftragskiller. Ziel Marvin Hilton, Ingenieur bei Zetatec. Tracking-Drohnen folgen. Hey, ich hab einen Vollidiot namens Marvin im Visier. Er hat Daten und Geld vom Konzern dabei. Ich will alles davon haben. Mir egal, was mit Marvin passiert. Hab gehört, der Trottel will in Venezuela ein neues Leben mit einer Tussi anfangen. Dafür verlässt er den Konzern. Vollidiot. Am geilsten ist eigentlich, wie ich das überhaupt rausgefunden habe. Seine Alte dachte, er betrügt sie, hat mich angehört, um ihn zu beschatten. Habe ich gemacht und seinen kleinen Chatverlauf mit einem Schmuggler dabei gefunden. In meinem letzten Leben habe ich wohl irgendwas richtig gemacht. Der Kerl ist eine scheiß Goldgrube. Die Schmuggler sammeln ihn in Pacifica auf. Dort findest du Marvin. Aha. Fluchtplan. La Paragua, Orts Eva Segura, Triebtech, er Kontakt vor Ort. Mas Vatre, in meinem alten Archer Heller Portimac. Okay. Ja, das sind wahrscheinlich so als diese kleinen Deko-Sachen gedacht. Aber es ist halt, naja. Nicht wahnsinnig überzeugend. Jetzt müssen wir da auch nochmal hin. 250. Hier ist auch wieder eine No-Fight-Zone oder so. Auto. Was? Schätzchen, wo bist du? Begib dich zu Marvin Hiltons Auto. Autsch. Mal gucken, ob die da wartet oder so. Mir das da unten mal anzugucken. Ich will das gar nicht so genau wissen, sondern lieber länger leben. Stell dir mal diese voll verchromten Monster vor, die da auch nur einen Tag lang überleben. Fabienne behauptet, dass die da die schlimmsten Cyberpsychos aussetzen. Ein fettes Psycho-Deathmatch. Sollte sich mal einen neuen Dealer suchen. Schon lange nicht mehr so ein Scott gehört. Aber du hast voll die Ahnung, ne? Schum, ich hab mal einen Typen gesehen, der da rauskam. Hat mir kurz in die Augen geschaut.
Das klingt ja nach einer Arena oder so. Helfer-Schlagstock. Mr. Hilton, ein guter Rat. Bitte ändern Sie nichts an Ihrer täglichen Routine. Wir möchten verhindern, dass einer Ihrer Kollegen oder Ihrer Familie Verdacht schöpft. Bitte kommunizieren Sie ausschließlich über dieses Telefon mit mir und nehmen Sie Kontakt zu mir auf, wenn es absolut notwendig ist. Und was soll ich jetzt tun? Moment. Okay, ich schicke Ihnen die Koordinaten unseres Treffpunkts. Zu Ihrer und unserer Sicherheit erhalten Sie nur Informationen zum ersten Transfer. Punkt. Und sonst nichts. Auch nichts unterwegs. Wichtig, konsumieren Sie keinerlei Alkohol. Konsumieren Sie weder Braindances noch Drogen. Loggen Sie sich in keine unbekannten Netzwerke ein. Vermeiden Sie den Kontakt mit unbekannten Personen. Da sitzt aber auch niemand drin. Das hier, die Arena. Weiß ich jetzt auch nicht, was das genau sein soll. Machen wir mal die und gucken wir mal, ob man da irgendwie reinhüpfen kann. Naja, das ist einfach ein Riesenstadion, da wird man aber nicht reinkommen. Ich glaube nicht, dass das was war, wo die drüber geredet haben. Kurz die Musik angesetzt und dann ist er auch direkt wieder ausgegangen. Kogone no Yume, BD-Headset aus Titan. Aha. Michael, was zur Hölle? In welchem Scop hast du mich da geritten? Die Schlampe hatte eine scheiß Marke im Auto. Sie ist ein scheiß Cop. Oder besser war, ha, glaubst du etwa, ich wusste das nicht. Hab der Fotze schon einige BDs vertickt und hast nichts gesagt? Fuck ey, wie sollte ich denn wissen, dass die Tussi das für sich ganz allein haben wollte? Hab gedacht, das war eine Falle. Also hast du sie umgelegt. Da kannst du deinen Arsch drauf verwetten. Was hätte ich denn sonst machen sollen? Scheiße, verwisch die Spuren. Werd die Leiche irgendwie los. Beeil dich. Schroom, für wie blöd hältst du mich eigentlich? Na, und wir pusten einfach immer alles um. Und verstecken auch nichts. Okay, hier war... Ich weiß nicht, wo hier der Eingang normalerweise sein sollte. Aber ja, ich glaube nicht, dass man da überhaupt reinkommt. Irgendwie. Scophaus. Wie nah kommt man denn da dran? So ein Drecksloch, ein ganzer Krater voller Scheiße. Das ist Pacifica. Ach, die Voodoos geben ihr Bestes. Da ist ein Quick-Travel-Ding. Die sitzen in ihren Verstecken und spielen Katz und Maus mit Netwatch. Und das ist ihr Bestes. Hättest du lieber überall Konzernbullen? Hey, wie ist das so? Oh. Die Polizei würde wenigstens so tun, als würden sie für Ordnung sorgen. Was bekommen wir stattdessen? Das verfickte Kampfgebiet. Oh. Die Apokalypse. Vor ja. Haustür. Was? Wer sind das? Krähe, Scavenger. Zerfetzer, Animals. Was du nicht getan?
Wer ist denn der, der eigentlich sterben soll? Ist das der hier? Kampfstim? Nö. Guten Tag. Komisch. Wir werden weniger! Ja. Die kann ich nicht nehmen. Na gut, das wollte ich aber ja eigentlich gar nicht. Ich wollte da rein. Da geht's nicht durch. Das ist zu hoch. Da müsste man ja eigentlich an der Seite hoch können. Irgendwie. Nein, das reicht nicht. Doch. Nee, da bin ich durchgefallen. Also das ist kein Haus, wo man drauf kann. Na gut, also wir müssen da... Also müssen wir nicht, aber können. Und da ist auch noch was. Dann machen wir das gerade. Ich glaube, hier ist auch nicht mehr wahnsinnig viel mit diesen, die ich alle einsammeln wollte. Diese Teile mit dem Fragezeichen drin. Das war ja jetzt eigentlich mein Ziel. Da ist noch eins. Und da ist noch eins. Okay. Na gut, dann gehen wir da hin. Dann schließen wir das jetzt noch ab. Okay, also wohin? Dynala. Mhm. Jetzt finde ich es nicht mehr. Ja. Wie viel Geld ist noch da? 213.000. Ja. Das Fahrzeug können wir gerade noch kaufen. 129.000. Ja. Und dann fahren wir da rüber. Neues Baby, endlich. Viel Spaß. Das war ich aber nicht. Lagen die einfach so auf der Straße rum.
So, genug gefahren. Neutralisiere Bedrohung, machen wir es mal kurz schmerzhaft. Datensplitter. Lesen. Haben ein Problem. Und ob wir das haben, sollte es eigentlich schon längst fertig sein. Der Kunde wird langsam nervös. Hör doch mal zu, ich höre. Ich habe die Kiroshi-Runner unterschätzt. Das heißt, ich kann das nicht extern hacken. Ich muss näher ran. Mich mit dem lokalen Subnet verlinken. Vor Ort. Warum sprechen wir noch darüber? Tu endlich. Jemand muss mir Deckung geben, wenn ich mich verlinke. Das heißt, unsere Rate verdoppelt sich. Ich frag nach. Der Kurze zahlt. Leg los. Exzellent. Okay. Naja, der ist sowieso kaputt. Und dann haben wir noch hier irgendwo. Okay. Und dann müssen wir direkt nochmal darüber. Unterschlupf. To-Do-Liste. Jennifer Barton, Reporterin von N54 News. Aufnahmen von ihr und ihrem Liebhaber noch nicht veröffentlichen. Hat bezahlt. Manager, Martin Brown, Manager bei Mitsunami, gefilmt, wie er sich gerade einen gerubelt hat. Nicht veröffentlichen. Hat bezahlt. Billy von NCPD, aufgenommen, wie er seine Frau betrügt. Veröffentlichen. Hat bezahlt. Aber ist ein Bulle. Also scheiße auf ihn. Diese Woche Aufnahmen von Konzernen PCs bei Kiroshi und Daiba holen. Habe schon ein paar Anfragen für sie. Haben schon bezahlt. Nachrichten. Einfach verdiente Ads. Kleptomanie. Zieldaten aus dem Kiroshi-Projekt HJA5789 beschaffen. Ort. Details. Habt ihr einen Kunden, einer von der zwielichtigen Sorte, sicher. Aber laut BBS ist er verlässlich und zahlt ordentlich. Also er braucht einen Runner, um die Kiroshi-Server zu hacken. Der Kunde will die Daten aus dem Projekt HJA5789. Hab gehört, das ist ein super geheimes Projekt. Nächste Generation und sowas. Mehr Infos habe ich nicht, recherchiert. Aber da ist, bist du ja besser drin. Chum, lass mich nicht denken, das könnte unser großer Durchbruch sein. Dann müssen wir keine NCPD-Server mehr für irgendwelche Kleinkriminellen säubern. Mhm. Surren fliegen rum, aber da ist nicht mehr. Okay. Und dann... Die scheinen jetzt gerade da gespawnt zu sein, oder? Weil vorher hätte ich die da nicht gesehen. Machen wir jetzt hier auch kurz und schmerzhaft. Okay. Und da ist noch einer über mir. Konzentration! Wo? Oh, überladen. Okay, dann müssen wir nochmal entrümpeln.
Beim Bild zu. Ja, schon eine ganz ordentliche Menge hier eingesammelt wieder. Okay. Ja, komm raus, dann tut dir keiner weh. Müssen wir wahrscheinlich auch gar nicht umbringen. Archiviertes Gespräch. Erstatte Meldung. Statusbericht. Streikende reagieren nicht auf Befehle. Geben Sie ihnen eine letzte Warnung. Letzte Warnung ausgesprochen. Keine Reaktion. Arbeiter blockieren weiterhin Zugang zur Fabrik. Erbitten Feuererlaubnis. Feuererlaubnis erteilt. Feuern Sie nach Belieben. Naja. Aufforderung zur Beendigung des illegalen Streiks. Sehr geehrter Mr. Alito, wir werden den Streik nicht beenden. Teilen Sie Michael Kattig bitte mit, dass er sämtliche Zahlungen an seine Mitarbeiter, die Ihnen noch zustehen, durchzuführen hat. Mit freundlichen Grüßen, Jacob Taylor. Sehr geehrte Angestellte, Ihr Arbeitgeber, Herr Mai, wahrscheinlich ist es Michael Kattig oder Kattig, arbeitet nun mit Militec zusammen. Er hat den Konzern darum gebeten, bei der Klärung dieser Angelegenheiten behilflich zu sein. Ist. Deswegen befindet sich Herrn Katschiks Fabrik nun gemäß Artikel 189 der Direktive 2045-3NC in temporärem Besitz von Militec International Armaments. Mit sofortiger Wirkung unterstehen deshalb die Fabrik sowie umliegende Besitztümer der Jurisdiction von Militec, bis eine für alle Parteien zufriedenstellende Lösung für die Situation herbeigeführt wurde. In vorstehender Sache möchte ich Sie deshalb auf folgende Punkte hinweisen. Erstens, keine Gewerkschaft darf einen Streik ausrufen, bevor die Verhandlungsphase mit Militec nicht als beendet und gescheitert erklärt wurde. Der aktuelle Streik ist deshalb illegal. Jegliche Kosten, die den Arbeitgeber aufgrund dieses solchen illegalen Streiks entstehen, gehen zulasten des streikenden Partei. Sämtliche von Michael Kattigs Angestellten, die sich weigern, den Streik zu beenden, werden als Terroristen eingestuft und auch als solche behandelt. Mit freundlichen Grüßen, Spezialist für Krisenmanagement. Aufforderung zur Beendigung des illegalen Streiks. Wir verweisen Sie hiermit an, diesen illegalen Streik zu beenden. Ihr Vorgesetzter Michael Kattig möchte diese untragbare Situation in Zusammenarbeit mit Militec bereinigen. Zudem befindet sich in die Fabrik von Herrn Kattig entsprechend Artikel 189 der Direktive 2045-3NC vorübergehend im Besitz von Militec. Solange die derzeitige Situation auf dem Fabrikgelände besteht, fällt die Firma rechtmäßig unter die Regeln von Vorschriften von Militec. Daher möchten wir Sie über folgende Punkte informieren. Das hatten wir doch gerade alles schon. Dasselbe wie hier. Blablabla. Spezialist. Herr geehrter Herr Lito, wir haben nicht die Absicht, den Streik zu beenden. Außerdem möchten wir Sie darum bitten, diese Situation als Mittler zu fungieren und Herrn Kattig dafür zu bedrängen, seinen Angestellten den ausstehenden Lohn zu zahlen. Na, okay. Oh, der hatte... Der hatte irgendwas Tolles mit. Ja, Komponente. Okay. So, und dann hatte noch das hier gefehlt. Und das ist das letzte, wenn ich mich nicht irre. Naja, machen wir das noch. Für die Autos, da fehlt auf jeden Fall das Geld. Hier nochmal 115.000. Ich meine, so viele sind das nicht mehr. Aber 200.000, 230, 250. Da müsste man wahrscheinlich die ganzen anderen Kram auch noch weggrinden. Also nicht, dass das Auto, alle Autos haben, irgendwas bringen würde, aber naja.
So, dann düsen wir gerade nochmal zu diesem letzten Punkt. Und wahrscheinlich wird das dann auch nochmal einen weiteren aufschließen. Wow, das war eine Landung. Ich steig da mal ab. Gekonnt, oder? Das sieht interessant aus da hinten. Schütze oder was? Aber kann man wieder mal nicht rein. Datensplitter lesen. Chum, ich kann dich nicht rausholen und du wirst zu warm. Hallo? Scheiße, fuck, was soll ich tun? Die haben mich gelockt. Die wussten, dass ich komme. Die waren vorbereitet. Ich krieg den Link nicht raus. Ich weiß. Was soll ich tun? Sag's mir. Körper, kühl meinen Körper, sonst gehe ich drauf. Kein Eis mehr da. Hol welches aus dem Keller. Fuck, wie war der Code? Ich tipp immer den falschen Code ein. Scheiße. 1011. Schaff deinen Arsch zum Generator. Klima auf volle Pulle. Du musst meinen Körper kühlen. Generator, mach die Rätsche. Tu einfach, was ich sage. Scheiße, Mann. Und wenn du mich abgekühlt hast, bitte Akulov um Hilfe. Die meinen, ich darf ihn nicht anrufen. Fuck, Alter, ich kratz gleich ab. Ruf ihn an. Hat wohl nicht geklappt. Hat jetzt nichts. Doch, da ist noch der Bunker. BD ans CBD, BD ans CBD. Mal ja sogar können. Belastungen initiieren, ich glaube, ist nicht mehr nötig. Wo mal hier? Was soll ich denn hier machen? Die ist zwar am Leuchten, aber ich habe hier keine Handlungsoption. Blockiert. Ah, da war gerade irgendwas, oder? Was soll denn... Neutralisiere die Bedrohung und sichere Beweismaterial. Ja, das ist halt der Standardtext. Ich
muss ich hier in irgendeinem seltsamen Winkel stehen, damit da was triggert. Da. Das ist ja mal dumm. Da. Alles im in der Zehenspitze versteckt. Illegal modifiziertes Militär-Infovisier. Ausdauerbooster. Michael Akulov. Lieber Genosse, du weißt, was du zu tun hast und ich weiß, was ich tun muss. Aber aus großer Bewunderung für unsere hochgeschätzte Regierung und zum Wohle der Sowjetunion möchte ich dich an dieser Stelle an deine Pflicht erinnern. Generell wirst du deine Fähigkeiten zum Ruhm der sowjetischen Nation einsetzen. Genauer gesagt sollst du die Schritte der Chinesen im Netz verfolgen und gleichzeitig von meinen Aktionen ablenken. Finde heraus, wo sie in ihren Gesprächen mit Arasaka stehen und stelle ihre Stärken und Schwächen fest. Liefere uns einen Grund, sie zu bekämpfen. Betritt den Cyberspace, mein Netrunner-Genosse, und kämpfe. Je mehr du herausfindest, desto besser. Und lass dich nicht erwischen, mein lieber Freund. Bei deiner Rückkehr feiern wir eine ganz besondere Party in meiner Datsche. Dein Misha. Verstanden. Mhm. Na gut. Und das war es. Jetzt haben wir nur noch diese Keulen und halt diese Schädel. Und natürlich die Autos. Naja, aber die werde ich nicht alle machen. Das ist mir, glaube ich, zu blöd. Also werden wir beim nächsten Mal entsprechend die Hauptquest zu Ende machen. Theoretisch kann ich hier auch nochmal warten. Moment. Speichern. Warten. Falls dann nochmal irgendwas triggern sollte. Aber ich glaube... Ne, da wird nichts mehr getriggert. Gut. Dann ist hier Zeit für einen Schnitt und dann werden wir beim nächsten Mal die Endquest, sage ich mal, einläuten. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Es kann natürlich sein, dass das immer noch 5 Stunden oder sowas sind, diese letzten Questschritte. Aber jedenfalls werden wir dann beim nächsten Mal damit beginnen. Dann sage ich auch hier erstmal ciao und bis denne.